Ho, 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 einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme mich mit in unsere kleine Nikolaus-Auszeit. Jawohl, ich habe gerade ein bisschen doll auf den Tisch gehauen. Entschuldigt bitte. Ich hoffe, es sind alle wach jetzt. Wir machen heute mal was Besonderes. Ich habe eine kleine Ablage, denn ich habe ein Paket bekommen. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, passt mal auf, wir machen das mal. Beziehen das hier mit ein. Ich kann euch was Schönes erzählen. Es ist für mich selber was ganz Neues. Ich bin ja nicht so die Naschmaus, aber fangen wir von vorne an. So, passt auf. Ich habe ein Paket bekommen. Wie ständig hier, ne? Für dieses Paket habe ich allerdings nichts bezahlt und habe niemanden beauftragt, nichts bestellt, sondern die liebe Irene von Irenes Boxenwelt und mehr. Habt ihr hier schon ganz oft gehört. Ich zeige es euch trotzdem gerne noch einmal. Die hat mir ein Paket geschickt. Einfach so. Einfach so. Beziehungsweise ein Paket voller guter Laune und ein Paket als Dankeschön will ich gar nicht sagen, weil ich habe ja nichts irgendwie geleistet oder so, wofür man sich bedanken muss, sondern einfach als Zeichen, gerade zur Weihnachtszeit, aber das könnt ihr immer machen, Leuten einfach eine kleine Freude bereiten oder auch eine große Freude. sie hat mir ein Paket geschickt und hat da drin Sachen verpackt, die ich überhaupt nicht kenne. So, es geht heute nicht um Beauty, es geht nicht um, ob vielleicht sehen die Sachen noch schön aus, ne? Aber wir feiern heute Sinterklaas. Jawohl, was ist das? Ich habe selber keine Ahnung gehabt, aber Achtung. Sinterklaas ist quasi, wir feiern hier in Deutschland unseren Nikolaus. Ich habe es jetzt nicht studiert, aber ich habe mich informiert. Und in den Niederlanden gibt es Sinterklaas. Der sieht auch so richtig schön traditionell aus. Mit langem Bart, Bischofsmütze und Stab. Und das ist so ein richtiges Kinderfest. Ich glaube, es wird am 5. Dezember gefeiert oder in den 6. hinein. Ich weiß gar nicht genau. Und Irene hat mir ein Sinterklaas-Paket geschickt mit Süßigkeiten aus den Niederlanden. So, ich habe schon überlegt, meine Kinder werden zwar auch kosten. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Aber die kommen hier nicht mit rein. Ich habe schon überlegt, wie ich es irgendwie verbinden kann, aber lassen wir sein, ne? Ich schreibe euch dann einfach drunter, was meine Kinder dazu gesagt haben. So machen wir das. Vielleicht kriege ich sogar schöne Zitate. Kommt manchmal vor. Und jetzt packe ich dieses Paket aus. Sie hat es hier richtig gut eingepackt, ne? Mit Kühlhaltefolie, so heißt das nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Hat mir einen ganz lieben Brief geschrieben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, du Liebe. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Irene ist der Grund, warum ich jetzt überhaupt hier so Videos mache. Das war nie mein Plan. Aber irgendwie habe ich mir das immer angeschaut. Also, ja, verschiedenste Videos hier auf YouTube. Und habe gedacht, das macht irgendwie Spaß. Habe mich selber mal aufgenommen. Dann habe ich Irenes Kanal entdeckt, habe mit Irene auch geschrieben. Und irgendwie hat es gefunkt. Da müssen wir jetzt mal, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich irgendwie mal gesagt, ich könnte mir das auch vorstellen. Und dann meinte sie, ja, mach's halt. So, und dann muss ich das ja machen. Nee, aber tatsächlich hat sie mich da gut ermuntert. Und jetzt bin ich hier und packe ein Paket von Irene aus. Also, wir haben hier sehr viel Verpackungsmaterial, damit nichts kaputt geht. Und es ist wieder was runtergefallen. Leute, das gehört einfach dazu. Ich packe mal aus. Als allererstes haben wir, und das werde ich nicht probieren, ein D. Sie hat mir einen Schoko-D geschenkt. Und es ist so süß. Ich bin ja nicht der größte Schokoladenfan. Und da hat sie mich extra gefragt, wenn ich eine Schokolade essen müsste, welche wäre es? So. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn, dann weiße. Und da hat sie mir ein weißes D geschickt. Das werde ich hier aufstellen. Ich finde es so süß. Huch, oh nein, es steht nicht. Doch. Ihr seht es jetzt nicht immer, aber das werde ich nicht essen. Tut mir leid. Ich vermute, es schmeckt wie weiße Schokolade. Dann müsst ihr mir jetzt vertrauen. Dann haben wir etwas. Puh, mal gucken, mal schauen, wie lustig das wird. Ja, wir feiern Sinterklaas. Wir haben einen Plus. Und Beetkök. Gesneden naturell. Ah ja, genau. Ein natürliches, was ist das? Frühstückskuchen oder so? Es ist schon geschnitten. Ich meine, ich habe das mal gesehen. Bei Irene.
Hast du das irgendwo schon mal? Ach krass, das riecht wie Lebkuchen. Oha, aber würziger. Da, riechen? So sieht's aus wie so ein Kürbisbrot oder so, ne? Aber es ist tatsächlich ein kühler Braunton, nicht so orange. Ich pack das mal hier hin. Ja, in der Kamera sieht es viel oranger aus. Ich vermute jetzt, das ist irgendwie so ein Frühstückskuchen oder so. Das Paket wackelt. Probieren wir. Das ist total weich. Das ist total wie so ein aufgeweichter, dicker Lebkuchen. Also es ist überhaupt nicht trocken. Schaut mal, das ist auch richtig biegsam und gapschig ein bisschen, aber nicht zu doll, nicht unangenehm. Schmeckt total nach Weihnachten. Kann man sich da was raufschmieren? Ich kann so gar kein. Ah, Roggen ist drin. Roggen ist gut. Ich kann kein Niederländisch. Roggeblüm, also wahrscheinlich Roggenmehl. Vegan, 350 Gramm, habe ich es euch gezeigt. So sieht's aus. Das ist total weihnachtlich. Es riecht einfach wie so ein würziges. Ich muss nochmal. Jetzt habe ich mit vollem Mund gesprochen, das geht gar nicht. Wenn ihr ein Lebkuchenhaus baut und die Kinder, die knabbern alles, die ganze Deko ab und irgendwann habt ihr da so ein nacktes Lebkuchenhaus stehen. Und das wird weich. So schmeckt das. Oder wenn ihr so ein Herz kauft auf dem Dom oder, nee, wie heißt das, auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Dom ist es in Hamburg. Das wird weich. So schmeckt das. Finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal gut. Gott sei Dank. Ich habe echt ein bisschen Angst vor diesem Paket, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Und weil ich schon einen Lakritze-Geruch gerochen habe. Es kam mir schon Lakritze entgegen und ich habe ein bisschen Angst davor. Salmiak oder Lakritze oder so. Gar nicht meins. Muss ich mal schauen. Oha. Jetzt haben wir hier was. Schuttela. Kickers und Uelzen. Also, und nein, Frösche und Mäuse. Was ist das? Aber hier, das ist auch diese Bischofsmütze, ne? Das sind so typische Sinterklaas-Süßigkeiten. Habe ich das gesagt am Anfang? Also, Irene meinte, das sind klassische Sinterklaas-Naschis für die Kinder. Das ist da auch eher so ein Kinderfest. Ich nehme es mal raus. Also, an sich, ne? Diese Schaumstoffmäuse mag ich sehr. Guck mal, ob ich noch einen Frosch finde. Oh krass, ja. Das ist ein Frosch, das ist eine Maus. Das sieht aus wie diese Schaumstoffmäuse, die wir auch haben, ne? Die gibt es in rosa und weiß oder so. Mag ich sehr gern, also lieber als Schokolade oder so. Aua. Aber. Ey, Leute. Oh. Ja, also es ist fest. Es ist nicht biegsam und weich, das würde ich sagen. Jetzt ist er abgebrochen. Gut, ich probiere den Frosch. Es ist abgebrochen. Es ist halt nicht weich wie so Schaum, wie diese Schaumdinger, sondern härter. Ratter. Ich überlege, wie was das schmeckt. Ich kenne mich nicht so aus mit Süßigkeiten. Das schmeckt wie etwas, wie so eine Mischung aus Kaubonbons. Was ist denn das? So Brausebonbons oder so. Also ich habe richtig in der Nase dieses Brausepulvergefühl und den Geschmack. Was schmeckt denn nach Brausepulver? Also wirklich wie so ein Kaubonbon. Von der Konsistenz ganz leicht durchzubeißen, wie so ein Baiser schon fast. Und spannend. Ich bin mal gespannt, ob meine Kinder das probieren. Es riecht auch so zitrisch, ne? Aber schon nach Süßigkeiten. Okay, also nicht, es sind keine Schaumstoffmäuse, wie ich zuerst gedacht habe. Ich packe mal die wieder rein. Es sind ja nur meine Kinder, die kennen die. Das kann ich auch anfassen. Das Angebissene lassen wir hier stehen. Was haben wir noch?
Dann haben wir, ach so, Milchschokoladesticks, Chopstick, oder was steht da? Schokostick, nee, Chopstick ist was anderes. Schokosticks, das sind so drei, wisst ihr was, da probiere ich einen aus. Und die anderen beiden kommen in die Stiefel von meinen Kindern. Ha! So. Gebe ich den Nikolaus mit, ne? Das mache ich ja nicht selber, sondern der Nikolaus macht das ja. Und packt die Stiefel für meine Kinder. Aber einen mache ich jetzt auf. Welchen mache ich auf? Hier mit dem Stiefel. So, bitteschön. Schokostick. Krass, wie früher. Oh nein, kennt ihr das? Leute, das hatte ich in meiner Kindheit auch. Oh mein Gott. Oh, ich habe richtig... Oh Gott. Ja, die kenne ich. Leute, die kenne ich. Also, wenn die jetzt genauso schmecken. Das, da ist eine Folie drum. Seht ihr das? Da ist Schokolade drin. Wir hatten früher... Ihr wisst das, ne? Wir hatten so Schokozigaretten. Also, heutzutage gibt es das hoffentlich nicht mehr. Aber das ist genau wie diese Schokozigaretten. Das ist so Milchschokolade. Es riecht auch genau, es riecht wie Weihnachtsschokolade. Es riecht wie so ein günstiger Weihnachtsmann vom Discounter. Die Schokolade kennt ihr. Und, ja. Oh Gott. Natürlich gar keine schöne Erinnerung an irgendwelche Zigaretten oder so, ne? Aber an meine Kindheit am Kiosk. Wir haben im Plattenbau gewohnt, in Berlin. Und wir haben unser Taschengeld, wenn wir es ausgeben wollten, sind wir alle zusammen als Gang zum Kiosk und haben da Sticker gekauft und diese Schokozigaretten. Das sind jetzt keine Zigaretten, deshalb kann ich die jetzt hier essen, ne? Schokosticks, wie krass. Das gibt es so in den Niederlanden zu kaufen. Krass. Ich esse Schokolade auf. Das hat sich schon mal, das soll schon mal was heißen. Wie witzig. Krass. Kleine Kindheitserinnerung. Milchschokoladensticks. Wie süß. Gibt es da eine Marke oder so? Nö. Milchschokolade. Ja, Milchschokolade. Ah, sogar auf Deutsch. Schaut mal. Aus Zucker und Kakaobutter. Richtig cool. Sehr schön. Stelle ich auch hier hin. Die kommen in die Stiefel von meinen Kindern. Da freuen die sich. Cool. Das ist noch so ein typisches niederländisches Ding. Krass. Also wann war denn meine Kindheit? In den 90ern. Ich hole mal die anderen beiden Sachen hier raus. Damit wir weniger rascheln. So. Jetzt habe ich was und ich vermute, dass das dieses Seilmerk-Ding ist. Oh. Aber Irene, für dich, ne? Ut, Hollandse, Peppernoten. Bitteschön. Also das sind dann wohl Pfefferkuchen. Achso, nee, hier steht es von vorne drauf. Bei Ut denke ich ja an Holz. Aber wird wohl kein Holz sein. So Grillbraketts. Nee, Peppernoten. Also wohl Pfefferkuchen, oder? 250 Gramm. Oh, jetzt riecht es nicht mehr so schlimm. Hä? Von außen riecht es voll nach Lakritze. So sehen die aus. Sieht quasi genauso aus wie das Frühstücksbrot, aber ist achtmal so hart, ne? Das ist richtig. Es ist gar nicht so hart. Was ist hier los? Ich dachte, das wäre viel härter. Guck mal, es ist gar nicht so hart. Es riecht schon nach Seilmerk oder so. Schmeckt noch gar nichts. Ich schmecke nichts. Ich bin ganz froh drüber. Weil es halt krass nach Lakritze riecht. Und ich Lakritze gar nicht mag. Aber ich schmecke gar nichts. Das wäre wahrscheinlich was, was ich jetzt in der Adventszeit... Wir machen jetzt auch mal Essen mit Oma. Und ja, Adventsessen immer so ein bisschen. Dass ich das mal so zum Kaffee geben würde. Es riecht zwar echt irgendwie krass nach... Salmiak oder so. Aber
Schmeckt nicht so krass. Und ich glaube, zu einem Kaffee, zu einem Latte Macchiato, Milchkaffee, irgendwas, ist das ganz gut. Und der Geruch vermischt sich dann auch gut mit diesen Weihnachtsgerüchen, die wir so haben, mit den Kerzen und dem Essen, das gekocht wurde, dem Glühwein oder was auch immer. Ich glaube, dafür ist das ganz gut, ne? So zum als Beilage für einen Kaffee. Ja, kommt drauf. Also schon mal, oh, meine Angst ist weg. Habe ich einen Nachgeschmack? Und dann habe ich hier noch ein letztes. Das sind doch wie diese, wie heißen die? Amicellis nicht, diese Amarettinis, ne? Ich versuche wieder vorzulesen. Knappe Riegel. Kruidnoten. Uit de Zakjes. Wisst ihr Bescheid? Keine Ahnung. Aber ich glaube, hier sind mehrere Tüten drin. Also eingepackt wie kleine Marzipankartoffeln. Das sind so klassische. Was sind denn klassische Weihnachtsnaschis für uns? Ne? Ich zähle mal kurz auf und dann könnt ihr unten mal reinschreiben. Klassisches Adventsnaschi, was jetzt schon bei uns im Schrank liegt. Natürlich jetzt schon. Weil es einfach dazugehört. Marzipankartoffeln. Lebkuchen mit dieser Oplate drunter. Spekulatius, Plätzchen sowieso, Vanillekipferl, gebrannte Nüsse. Ich hatte jetzt gerade gebrannte Macadamias. Oh, die sind ja so teuer, aber so gut. Der Klassiker sind, glaube ich, gebrannte Mandeln, ne? Meine Kinder lieben warme Schokolade. Aber eigentlich das ganze Jahr. Ich glaube, das zählt nicht. Stollen machen wir auch selber. Quarkstollen. Ist auch so klassisch weihnachtlich. Was habt ihr denn? Was fällt mir denn jetzt noch ein? Ja, das wäre so die klassischen Sachen. Ich weiß, es gibt noch Dominosteine und Riesen und so. Dominosteine mag ich gar nicht. Riesen fand ich immer ganz cool, aber da isst du auch einen 5 Tage lang, ne? ja. Genau. Und es gibt diese ganz platten Schokoringe mit so bunten Streuseln oben drauf. Wisst ihr, wie ich meine? Die schmecken auch so ganz komisch besonders. Ich weiß nicht, ob in diesen Streuseln so Minze drin ist oder so. Irgendwas ist da anders, irgendwas ist da. Irgendwie sind die komisch. Irgendwie mag man die nicht, aber vielleicht doch zu Weihnachten schon. Man kann nicht aufhören. Das ist so ein ganz komisches Ding. ja, genau. Das wären so klassische, würde ich sagen. Und jetzt. Oh. Ich habe die aufgemacht. Ich habe ja gesagt, das sieht aus wie diese Amarettinis, die es zum Kaffee gibt. Einfach, ne? Auf der Untertasse neben dem Latte Macchiato liegt so ein Ding. Aber. Das riecht wie Spekulatius. Oh mein Gott, Leute. Riech mal. Irene. Danke, dass du nicht diese Tüte eingepackt hast, sondern diese. Wie viele sind da drin? 6 Zakjes. 6 Tüten. Oh, ist das gut. Die packe ich auch in die Stiefel. Die kommen auch in den Stiefel. Jeder kriegt eine Tüte. Nee, ich esse euch jetzt nichts vor. Aber die muss ich gleich. Oh! Das sind wie kleine runde Spekulatius-Häufchen. Lecker! Oh, das war gut. Das isst man also an Sinterklaas. Aha! Siehst du? Oh, es war nichts Schlimmes dabei. Ich hatte ja so ein bisschen Angst. Ne? Wie gesagt, ich bin nicht so die süße Maus. Aber weihnachtliches. Nam, 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 nam. Sehr, sehr, sehr schön. Total cool. Die Erinnerung aus den 90ern ist wieder da. Dann haben wir Spekulatius. Dann hatten wir diese komischen. Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Frösche und Mäuse. Das ist echt ein Frosch. Wo ist der jetzt überall hingesprungen? Ich muss ihn hier auch gleich noch suchen. Genau. Genau, wenn meine Kinder das versucht haben, habe ich euch unten eingeblendet, was sie dazu sagen. Spannende Geschichte. Und Irene, vielen, vielen lieben Dank, dass du an mich gedacht hast. Da, das D wird da oben stehen bleiben. Hätte überhaupt nicht sein müssen. Wir haben auch nicht gesagt, wir schicken uns Weihnachtspakete oder so. Das war komplett unerwartet. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Karte. Vielen Dank für deine Nachrichten, für den Kontakt, für die Kommunikation, die zwischen uns herrscht. Total schön. Mit manchen Menschen passt das einfach, ne? Ich will jetzt hier gar nicht zu komisch werden.
Aber in der Weihnachtszeit darf man das auch mal. Aber es gibt einfach Menschen, mit denen weißt du, welche Späße du machen kannst. Es gibt Menschen, mit denen bist du sofort auf einer emotionalen Ebene. Es gibt Menschen, die sind einfach Sonnenschein in Person. Und es gibt Menschen, mit denen weißt du, du kannst direkt und knallhart reden. Und du hast, also wenn man quasi aus jeder Richtung so den richtigen Menschen hat, dann ist das was total Schönes. So. Und gerade muss ich sagen, jetzt so über YouTube, man weiß ja nie. Das sind fremde Menschen, ne? Hast du noch nie gesehen, hast du noch nie angefasst, kennst du nicht. Und da ist man so ein bisschen vorsichtig. Und dann merkt man, wie man vorsichtig ist, aber trotzdem Sachen erzählt. Nichts Schlimmes. Also, sie kennt nicht meine PIN oder so. Aber, oder, Irene? Es gibt einfach Menschen, da merkst du, dass es auf einer bestimmten Ebene passt und dass es dann auch zurückkommt. Dass es nicht nur von dir so ist, sondern der andere das auch so spürt. Oh Gott, das klingt wie so ein Liebesbrief, ne? Aber es gibt einfach Menschen, mit denen passt es auf der Ebene, Menschen, mit denen passt es auf der Ebene, Menschen, mit denen passt es auf der Ebene. Ob du es dir aussuchst oder nicht, ob es dir in den Kram passt oder nicht. Und wenn man dafür offen ist und die Menschen dann auch auf der Ebene weiter begleitet und das so schön kommuniziert und einfach durch immer mal wieder schreibt oder auch nicht schreibt, wenn man nicht kann, und dann merkt der andere das, dass man nicht geschrieben hat, weil man vielleicht. So, ich finde es toll. So, sollte jetzt keine Liebeserklärung werden. Ich meine das ganz allgemein. Und Irene ist auch ein Mensch, der auf einer bestimmten Ebene zu mir passt. Und ich bin total froh, dass wir uns, ich dich hier gefunden habe. So, und ich mich dann auch getraut habe, hier Videos zu machen. Und jetzt höre ich auf zu reden. 21 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Päckchen, für die Abenteuerfahrten hier. Und danke fürs Zuschauen, dass ihr nicht abgeschaltet habt bis jetzt. Für alle, die jetzt noch da sind, lasst euch nicht ärgern. Und tschüss.